Notruf einer Frau. Die Hundehütte im Garten ihrer Nachbarin soll brennen. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissarin Melina Hoffmann treffen noch vor der alarmierten Feuerwehr ein. Ach du Scheiße. Ei. Du Scheiße. Oh Gott, ist der Hund da noch drin? Guck mir jetzt gleich so vor. Ist der da denn normalerweise? Ja, der ist normalerweise hier im Garten. Und ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich hoffe nur nicht, dass was mit dem Hund passiert ist. Hallo, Baby. Wer sind Sie denn? Baby. Stopp. Wo ist mein Baby? Ist das Ihr Hund, der da nochmal... Bleiben Sie mal zurück, es brennt immer noch. Wir bleiben hier. Wir wollen hier sein. Der Kollege löscht das jetzt. Alles gut. Nicht mehr mit Löschen. Wo warst du denn? Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo ist mein Baby? Da ist Gott sei Dank nichts drin. Wer sind Sie denn jetzt? Das ist leer. Das ist Ihre Nachbarin. Wo ist der Hund? Vielleicht ist er drin. Die Beamten bestellen die Feuerwehr ab. Melina Hoffmann hält eine Brandstiftung für möglich und befragt die Freundin und die Nachbarin der Hundehalterin dazu. Das Feuer bleibt jedoch nicht die einzige Straftat. Und die Dame hat auch nur gesehen, dass das Haus gebrannt hat. Also sie hat jetzt nicht gesehen, dass irgendwie jemand Feuer hier war oder das vorsätzlich in Brand gesetzt hat, weiß man nicht. Hier entführt auf gar keinen Fall. Also wenn, dann wäre er bei den Nachbarn, bei Wichert. Kannst du nicht zum Sport heute fahren? Ich habe meinen Fahrradschlüssel verloren. Ich finde den einfach nicht mehr. Ich habe den verlegt irgendwo. Ist das schon Ihr Sohn? Ja, das ist mein Sohn Dylan. Dylan, du musst jetzt einen Augenblick warten. Du siehst ja, was hier los ist. Ja, aber sonst komme ich zu spät. Ja, Dylan, hast du mitbekommen, was hier los war? Nee. Das ist hier was passiert. Ja, wir sind hier hergerufen worden, weil das Ding gebrannt hat. Das ist die Hundehütte von der Nachbarin, ne? Nee. Nichts mitbekommen? Nee. Und Sie können sich auch kein Reimdorf machen. Naja. Stress mit irgendwelchen Leuten? Kann ich kurz meinen Sohn mitnehmen? Ja, wir haben hier über die Leitstelle ihre. Da hat irgendwas geschreit. Was ist da denn los? Moment bitte. Ach du Scheiße. Hallo. Oh Gott. Wo ist über die Leitstelle? Ja. Hat ihr den Knopf? Der Kollege fordert schon über die Leitstelle den Tierarzt. Ich weiß nicht, was mit meinem Baby ist. Wir brauchen hat ja möglicherweise den. Rufen Sie doch einen Tierarzt. Machen wir schon. Beruhigen Sie sich erstmal. Wir kriegen das alles hin. Haben Sie denn irgendwie, können Sie sich das erklären? Haben Sie irgendwelche Feinde in der Nachbarschaft oder irgendwas, der das gewesen sein könnte? Ein Nachbarsjungen, der hat letzte Woche eine Party gefeiert, ziemlich laut, spät in die Nacht hinein. Das ist Dylan, der wohnt hier direkt nebenan. Und, der war doch gerade draußen, ne? Ich habe die Polizei gerufen, weil er so laut Musik gehört hat. Ich kann nicht schlafen. Wenn du vielleicht Familie Wichert von nebenan, er krabbelt doch immer unter dem Zaun durch. Und ja, er krabbelt unter dem Zaun durch. Vielleicht waren die. Wo? Ja, nebenan wohnen noch Wichert heißen sie. Das ist ein Ehepaar. Ja. Henning und Herr Henning Wichert beschwert sich immer, dass Vincent drüben im Garten ist und auf die Terrasse macht. Ah, okay. Das könnte auch noch sein. Die zwei waren auch vorhin zu Hause. Also die wohnen direkt hier drüben, wissen die Sie, ob die da sind? Nebenan. Die waren vorhin zu Hause, als wir zum Kiosk gelaufen sind. Weil dann würden wir da auf jeden Fall auch mal nachfragen. Also das ist so, dass sie dann... Tun Sie mir mal gefallen, nehmen Sie mal eine Nase voll. Das haben Sie garantiert nicht in den Kuchen reingemacht. Oh Gott, nein. Was ist das? Alkohol, Verdünnung, Äther, irgendwas. Was ist das? Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist ein Teil von Ihrem Kuchen. Da muss irgendwas drin sein. Ja, das, was der Hund gefressen hat. Und deswegen ist er ja in dem Zustand jetzt hier. Paul Schwarz vermutet, dass jemand den Kuchen vergiftet hat. Noch ist unklar, ob es den Hund oder dessen Besitzerin treffen sollte. Verdächtig ist, dass die beschuldigten Nachbarn scheinbar flüchten wollen. Hallo, bleiben Sie mal kurz hier stehen. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, bleiben Sie mal kurz hier stehen. Die Polizei redet mit Ihnen. Sie bleiben jetzt bitte stehen. Haben Sie nicht verstanden? Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für, wir haben einen Termin. Sie haben jetzt die 2 Minuten jetzt mal Zeit. Kurz aus. Die Finger von dem Zündschlüssel weg und Ruhe. Bitte mal ganz kurz zuhören. Einmal bitte aussteigen. Wir sind hier eben nebenan gerufen worden, da hat eine Hundehütte gebrannt und in der Wohnung liegt ein vergifteter Hund. Ach. Von dem Nachbarn. Sie kennen Ihre Nachbarin mit dem Hund, ja, mit dem Blonden. Ja und? Ja und? Ja. Bitte? Wir müssen jetzt durch, wir haben Termin. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal beide aus. Der Termin kann nicht so wichtig sein, als dass wir den Sachverhalt jetzt hier erstmal klären. Aus Erfahrung wissen die Polizisten, dass eine Belästigung durch Haustiere zu den häufigsten Streitfaktoren unter Nachbarn gehört. Jetzt noch mal ganz in Ruhe. Sie sagen absolut, Sie haben nichts damit zu tun. Nein, der Hund kommt immer auf mein Grundstück und macht da irgendwie immer, kackt da in den Garten. Ja. Und
Also ich kann Ihren Ärger verstehen. Natürlich ist das ärgerlich, wenn sowas passiert. Aber Sie sind jetzt so emotional erhitzt, dass mir das so vorkommt, als hätten Sie da möglicherweise irgendwas mit zu tun. Die Befragung bringt die Beamten nicht weiter. Sie wollen deshalb das Auto des Paares nach Spuren auf die Brandstiftung durchsuchen. Schließlich ist der Mann dringend tatverdächtig. So, Sie bleiben aber hier, ne? Aha. Was ist das denn? Brennspiritus. Ja, Grillanzünder. Wir haben Sommer. Grillanzünder, ja. Da kann man auch möglicherweise eine Hundehütte mit anzünden. Ihre Fantasie. Ich frage Sie jetzt noch mal. Wir haben Sie gerade schon ein paar Mal gefragt. Haben Sie jetzt was damit zu tun oder nicht? Mein Gott, dann habe ich halt die Hundehütte angezündet. Aber das Vieh hat es auch verdient. Was kotzt das immer auf meine Terrasse und kackt überall hin? Ich glaube nicht, dass das irgendwer verdient hat. Die stellt das überhaupt nicht ab. Die ändert da nichts dran. Die Hütte muss da einfach mal weg. Der Mann leugnet aber, einen Kuchen mit Gift versetzt zu haben. Die Polizisten glauben ihm und entlassen das Paar. Damit steht fest, es muss noch einen zweiten Täter geben. Während der Hund behandelt wird, finden die Beamten einen Hinweis auf den Unbekannten. So, würden Sie uns noch einmal zeigen, wo der Kuchen genau stand, damit wir uns da einmal ein Bild von machen können? Ja, der Kuchen stand genau hier zum Abkühlen. Zum Abkühlen. Das heißt, von außen hätte man da möglicherweise auch Zugriff drauf. Da hätte man Zugriff drauf, genau. Okay. Dann würde mein Kollege und ich uns einmal umschauen da. Sie kommt gleich. Dann kommen wir gleich. Die Tierärztin ist ja soweit da, die kümmert sich. Ja, naja, da kommt sie ja dran. Ja, das ist ja jetzt nicht das Ding. Hier muss einer mit Füßen, ne? Guck mal, da liegt auch ein Schlüssel. Warte mal. Ja, sieht auf jeden Fall aus, als wäre hier einer draufgetreten irgendwie. Haustürschlüssel sind das keine, Autoschlüssel auch nicht. Nee, aber hat nicht eben der Nachbarsjunge? Der hat doch gesagt, er hat irgendwie seinen Fahrradschlüssel gesucht. Dillen, oder wie er ja, genau. Der hat doch seinen Fahrradschlüssel gesucht. Das könnte möglicherweise einer sein. Meinst du, der hängt da dran? Also nach Auffinden der Schlüssel macht es nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Kollegin Klack. Und wir hatten uns angeschaut, wissend, und wussten, okay, jetzt rückt dieser Junge doch sehr, sehr nah in den Kreis des Verdächtigen. Und haben uns dann dementsprechend dann auch die Suche zu dem Jungen begeben, um ihn damit zu konfrontieren. Bleiben Sie noch mal einmal kurz da, Moment. Weil wir müssten noch mal kurz mit Ihnen sprechen. So, gerade Sie bleiben auch mal da. Warum sind Sie hier? Wir haben mal eine kurze Frage. Und zwar, Sie haben eben auf uns schon einen relativ hektischen Eindruck gemacht. Ja, ich muss Sie, haben, so, Sie bleiben jetzt mal hier stehen. Sie bleiben hier stehen. So. Aber Mama, ich komme sonst zu spät. Hallo. Bleiben Sie mal, hallo. Fragen tut nicht weh. Was haben Sie? Warum haben Sie so. Was wollen Sie jetzt? Was haben Sie vor? Genau. Nichts. Ich hab den. Wir haben Sie ja eben schon mal gefragt. Suchen Sie die Schlüssel nicht? Nee, hast du das nicht mal. Du hast Ihr Fahrrad? Aber wollen wir mal testen, ob das passt? Hier, du hast. Was denn? Mein Fahrrad. Dillen, jetzt, du hast doch gerade gesagt, ich soll dich bringen, weil die Schlüssel weg sind. Wo kommen die denn ich her? Ich hab den verloren, hab ich doch gesagt. Die haben wir vor dem Fenster ihrer Nachbarin gefunden, in der der fast getötete Hund liegt. Die Einsatzkräfte vermuten die giftige Substanz in der Sporttasche des Nachbarssohnes. Der Schüler macht schließlich eine Aussage. Jetzt so. Möchte ich aber auch endlich wissen, was mit dir nicht stimmt. Sie können jetzt auch auspacken, weil wir haben das in ihrer Tasche gefunden. Ja. Und das ist vermutlich die Substanz, womit der Hund vergiftet wurde. Ja, ja. Gleich nochmal der Tierärztin sagen. Dillen! Ja, ich gebe zu, ich war's. Was? Mit dem warum was? Denn? Ja, ich habe die Chemikalie über den Kuchen geschüttet. Aber was, ja, warum? Aber mit welchem Hintergrund? Ja, ich wollte mich an Isa rächen. An Isa? Ja, unsere Nachbarin, die Hundebesitzerin. Ich fass es nicht. Und mit welchem Hintergrund? Sie hat mir die Party versaut. Also jetzt reicht's aber. Und deswegen vergiftet man doch niemanden. Melina Hoffmann stellt den 17-Jährigen zur Rede. Der gibt zu, die Substanz aus dem Chemieunterricht geklaut zu haben. Er hatte das Mittel auf den Kuchen der Nachbarin geträufelt, um sich an ihr zu rächen. So, ich glaube, der junge Mann möchte Ihnen gerne was sagen. Ja, Isa, es tut mir leid. Ich bin daran schuld. Ich wollte mich eigentlich bei dir rächen. Warum? Ja, weil ich hatte letzte Woche Probleme ja wegen dir, weil du ja die Polizei gerufen hast, als ich hier die Feier gefeiert habe. Du hast so laut gefeiert, wir konnten gar nicht schlafen, nur spät in die Nacht. Was hattest du da für Probleme? Ich verstehe das nicht. Lisa, kann ich irgendwas für dich tun? Es tut mir so leid. Dass Sie auch noch mal Bescheid wissen, dass Sie hatten Sie recht, dass es da in dem Kuchen war. Aber ich denke mal, Sie haben ja schon das Gegenmittel. Ja, habe ich schon. Das war ein eindeutiger Geruch. Okay. Die uneinsichtige Familie Wichert hat mit einer Anzeige wegen Brandstiftung zu rechnen. Dass daraus folgende Sachbeschädigung, ob die mit eingerechnet wird, ist eine Sache der Staatsanwaltschaft, weil die etwas geringer bewertet wird. Der Junge an sich hat mindestens mit einer gefährlichen, wenn nicht sogar schwere Körperverletzung zu rechnen.
Wir übergeben die Akte nachher dann der Kriminalpolizei, wenn die weiter ermitteln sollte, dass da noch ein Motiv, sprich ein Vorsatz, bei ihm war es die Rache. Wenn das wäre es sogar noch unter Umständen ein versuchtes Tötungsdelikt. Kommen Sie bitte dann auch mit, wir nehmen den Sohn mit. Der Täter dachte, das Gift würde lediglich ein wenig Bauchschmerzen auslösen. Er wird wegen Tierquälerei, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls belangt. Dem Hund geht es wieder gut. Der Nachbar muss sich wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verantworten.